Jo Leute, was geht? Freunde, heute schauen wir uns mal an, wie Wednesdays Zimmer in Real Life nachgebaut wird in Miniaturformat. Und zwar werden wir uns das auf dem Kanal von Abandoned Miniatures anschauen. Wir haben dazu mal einen kleinen Short gemacht, Freunde. Und wir werden heute mal in etwas größer darauf reagieren, wie er es geschafft hat, so ein detailreiches Zimmer. Ich meine, schaut euch das mal auf diesem Bild an, Leute. Wir werden uns das anschauen, wie er das geschafft hat. Also lasst gerne ein Like da, Leute. Ich lasse jetzt schon ein Like da. Es ist wirklich krass, was er für Arbeit leistet. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Wow, Alter, guckt euch das mal an. Die linke Seite mit Inets Fenster, mit den ganzen Regenbogensachen rechts von Wednesday, wo die alle die Farbe weggemacht hat. Das ist schon krass. Das ist heftig, das ist absolut heftig. Wednesday's dorm room from the Wednesday Addams Show on Netflix. As soon as I watch that show, I... Also er macht erstmal die Architektur. Erstmal macht er eine Grundplatte, dann die ganze Architektur. Er nutzt dazu einfach so eine weiße Platte, die, glaube ich, ganz gut die Farbe aufnehmen kann. Ja. Das Fenster ist sehr, sehr, sehr cool, detailreich. Also das... Okay, also er macht... Ah, okay, ich verstehe. You know, everything has been left there for a while and it's starting to decay. Das ist so cool, Leute. Diese Arbeit, die der Typ leistet, ich feiere das extrem. Und also eigentlich bei der Detailarbeit, was wir am Anfang gesehen haben, Freunde, so wie das hier aussieht, theoretisch kann er dafür Werbespots drehen. Er kann irgendwelche, diese Szenerie nutzen, um Werbespots zu machen. Das ist ja geisteskrank, wie heftig er so diese Blätter gemacht hat, ne? Dieses sieht aus wie Blätter, die dort sind. Absolut heftig. Ah, das ist voll Plastik. Okay, er hat 3D-Druck gemacht. Laminat nutzt er jetzt. Und das hier ist das auch aus Plastik? Ist das auch aus Holz gemacht? Wer hat das geschnitzt? Das sieht so gut aus. Ah, er hat es laser gecuttet. Alter, krass. Holz gelasert. Er hat ein Holz gelasert. Hier lasiert er das ganze Holz, damit es einen eigenen Farbton bekommt. Ja, und es schützt. Oh, es ist... Life in the craft a lot easier, a lot more enjoyable. Was macht er da mit dem Metall, Alter? Some of these tools genuinely inspire me to want to create with them. Das ist kein Metall, ne? Das ist auch das Laminat. Bruder, das sieht jetzt schon so gut aus. Boah, was das für eine Mühe ist, alleine, Freunde, wie viel er da arbeiten reinstecken muss. Er muss ja das Ganze auch skalieren, dann muss er das Ganze, er muss ja die genauen Größen treffen, auch was, wie groß das Bett ist und so. Model Train Railroads and, you know, had no use for it anymore and it's just been one of the most fun things to use. I have a full-size table saw, but there's so many things I can do with the small one now and it is a lot of fun. It just feels good. It's a little safer to do this. Das ist kein Laminat. Nicht so in dem Sinne. Das ist ein Holzverbund irgendwie. Small work and it's just made me really happy. Wie schön das aussieht, Leute. Like right here I can take small strips of balsa wood or basswood and rip them down to even smaller. So I only have, you know, a couple sizes in stock and rip them to whatever size I need. And it's fast and really easy to use. Das sieht so krass aus. Also jetzt macht er, erstmal Leute, sind wir bei dem Innenbereich. Wir skippen mal ein bisschen rüber. Hier macht er jetzt, glaube ich, den Schreibtisch von Wednesday fertig. Handgemalt. And 3D printing and stuff like that. And it really is because, especially creating on this channel, wow, Alter. Be happy to go sit down and use them and not be frustrated. Die Lampe, ey, allein wie das jetzt schon aussieht, Freunde. Allein wie das jetzt schon ist. Das Schreibtisch, der Sessel. Das sieht so cool aus. I'm gonna stay on this theme a lot through this video and I would really like to know in the comments. Jetzt kommen die Aufkleber, die Poster. Seht ihr, wie cool das ist? Inet hängt sehr viele Filmposter auf von Wolfsfilmen. The Wolfman, Frankenstein,
und der Wolfman. Also scheint wahrscheinlich ist Wolverine so ihre Lieblingskreatur, ne? With and just, you know, share them with everyone so that we can begin to see how others work and maybe find some beautiful tools that we've never seen before. So I 3D printed a Ich hab gedacht, das sieht aus, als hätte da jemand das ganze Bett Folge Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es sieht so aus, als hätte da jemand das Bett voll gekackt, also wirklich. So I 3D printed a couple pieces of this oder beschmiert. And started just rusting it up. I know I just want to kind of age a lot of these pieces and not make them brand new anymore. And so I'm using the rust from Dirty Down. And then I'm going to try to build out this window. Okay, jetzt klebt er ein geschnittenes Glas da drauf und dann kommt Window Color drauf. Oh, ich würde so feiern, wenn er Window Color drauf macht. Das wäre das Sinnvollste, was er machen könnte eigentlich. I glued this piece of plastic sheet down to the laser cut piece and now I'm taking these alcohol. Ah, er nutzt einen Edding-Stift. Okay. Von der anderen Seite malte es. Ah, also von außen sollte man sich das da nicht angucken. Von innen wäre es cooler. Window Color wäre auch nicht schlecht, aber braucht Zeit zum Trocknen. To try to add some of that color. I couldn't really figure out a good quick way to add these colors and so this was just an idea I had. And I started coloring them in and immerhin, es hält. Leute, ich habe oft genug, dass ich versuche, auf Glas zu schreiben. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. It's not possible. Isopropyl alcohol and a paintbrush, I could even them out a little bit. And honestly, what? I like how that came out because it has more of a faded look. It's not all even and perfect. But if you're looking for a more perfect thing, I think maybe cutting out pieces of like gel paper would be a good idea. Sah die Decke so aus von Enid? Hat Enid irgendwie ein Problem auf dem Klo? Haben die kein Klo? Okay, jetzt pinselt er ein bisschen Staub drauf. Okay, jetzt kommen die Briefe. Die werden dann draufgeklebt. I wanted to keep the small items to a minimum in here, just like they took most of their things, but left some. Yo, da ist der Teppich. Den habe ich auch in GTA 5 so gehabt, so in etwa. So einen regenbogenmäßigen Teppich. Ja? The bigger pieces of furniture and whatnot. And so I really just added a couple pieces of paper and now these little rugs. I print these out onto fabric paper and then iron them onto a small piece of fabric. This is just some door screen material that I cut out that's going to give a really interesting look. If you saw the windows in the show, it had that kind of metal netting in through the glass. Jetzt klebt er das drauf. This just works really well for that. Da wäre das Glas fast durchgegangen. Und jetzt klebt er da Folgendes drauf und so ein Gestrüpp auf der linken Seite, oder? Auf der rechten Seite kommt auch noch was? And then I wanted to add some vines in here. I think I even saw some vines in the room in the show. And so I just wanted to do that and some dead leaves. And now I want to share with you a new tool that I found to be really awesome for me. Okay, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wer wird Millionär? Welche Frage? 1, 2, A, B, A, B oder C? Wo ist Antwort D? Ich bin noch nicht bereit. Ja? Color Control Panel from Tangent. Color Control Panel. Ah, jetzt kommen wir also zur Aufnahme und zur Digitalisierung. Bro, der Typ, guckt euch das an. Das sieht aus wie ein Wallpaper aus einem Horrorspiel. Also ein Intro-Screen. Ich sehe ihn, alter Bruder, mach ein Wednesday-Horror-Game. Das wäre geil. Ich würde gerne so ein Minispiel spielen. Honestly, it's really exciting. It also happens to look and feel. Okay, was macht er denn damit? Er macht, so genau muss er mir das nicht erklären, weil ich bin da nicht so gut drin mit Color Grading, das zu verstehen. Ich will am besten sehen, aha. Okay, ja, Red, Offset, hier und da, da kann er dann, glaube ich, von RGB die ganzen Saturations, die Helligkeit, Intensität einstellen. Ich glaube, da sieht man die drei verschiedenen Farben oder irgendwie, I don't know, Alter. Das ist wie ein Mischpult. Ich weiß auch nicht auf dem Mischpult, was für Knöpfe ich drücken müsste. Da könnte ich alles kaputt machen.
So first, okay. I can go through the pages and start playing with the master offset. Ah, hier unten rechts könnt ihr sehen. The exposure down a little bit and make it a little more moody. And even without leaving the page, I can start. Das sieht so gut aus, ne? Es ist auch, was dahinter ist. Es sieht nicht aus, als wäre das irgendwie ein Filmstudio oder so. Using the lift, gamma and gain adjustments. Sieht aus, wäre das der Balkon. Ja. A little bit and balance that image a little bit. I'm also going to use the gamma to just add a little bit of warmth into that shot, just to warm it up a slight bit. Ein bisschen Wärme reintun in den Shot. And here's the before and after with just that initial adjustment node. Das ist nachher. The shot is actually lit pretty well overall, so there's not a. Oh, Junge, Alter. Ah, DaVinci Resolve, Junge, 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 mit dem Programm. Da bin ich raus. Das ist für mich zu komplex, die ganze Editierungssache. Wir skippen mal ein bisschen vor, Freunde. Okay, er macht das Fenster ein bisschen kontrastreicher. Ah, warte. Okay. Man sieht halt nur einen kleinen Effekt, ne? Dieser Scheineffekt, der ist jetzt ein bisschen reduziert worden. Und der Schatten, der wurde auch ein bisschen abgedunkelt, damit es nicht zu sehr scheint. Aber man sieht, okay, man sieht, dass es editiert ist, aber dann vergisst man es wieder. Wenn man es in einer Sekunde nicht hinguckt, dann sieht man es nicht mehr. Das ist krass. Oh nein, ich muss niesen, Alter. Oh nee, Alter. Oh nee. Alter. Das liegt an dem ganzen Staub, der da liegt. Das liegt an diesem Staub, der da auf dem Boden ist. Saug mal. Wednesday, Enid, saug doch mal euer Haus, euer Zimmer, Alter. Ich muss schon wieder niesen, Bruder. Was ist denn hier los? Was ist schon wieder los? Because as you can see, I really kind of relight these shots in post this way. So sah es vorher aus. Ja, okay. Zu hell, zu überbelichtet dort. There's only so much you can do, especially on a. Und nachher, ich find's schon schöner, wie das bearbeitet ist. Ja. Miniature scene to get the lighting exactly the way you want it. Thank you, Tangent, for sending the wave to. Das ist cool. Oh. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus, Leute. Das sieht so gut aus. Oh, Junge, Alter. Der Staub, den er da durch das Fenster geschossen hatte. Oh. Man sieht fast nicht, dass das ein Mini-Modell ist. Man sieht es fast nicht. Vielleicht hier am Bett, dass es kein Metall ist, aber... Oh. Das ist so krass. Der Shot ist der heftigste. Das ist am allerheftigsten. Von allen. Mit Abstand. Er hat es sogar geschafft, den Balkon richtig zu zeigen. Den hat er in dem Video, glaube ich, nicht gezeigt. Aber es ist der Balkon. Ja, und Enid, wir wissen, Leute, wir wissen, Enid hat echt ein Problem auf der Toilette. Deswegen wundert euch nicht, warum das Bett so aussieht. Ich weiß nicht, ob es in der Show so aussah. Wisst ihr, ob das so aussah? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde mir nicht noch einmal die Szene angucken, wo ich das Bett suche. Aber vielleicht wollt ihr das ja machen. Der Teppich sieht gut aus. Der Teppich sieht gut aus. Das sieht gut aus. The piece is for sale? Was? Das wird verkauft? Wie teuer? Wie teuer, Bruder? Wie teuer? Wie teuer, wie teuer, wie teuer, wie teuer, wie teuer? Leute, wie teuer will er das verkaufen? My website for 3D models for sale. Es ist bestimmt schon verkauft. Ich weiß es. Oh. Was? Was? Ach, der verkauft nur die Daten. 3D-Druckdaten. Achso, er verkauft 3D-Druckdaten. Bro. Also er arbeitet sehr viel mit dem 3D-Druck. Guckt euch das mal an, wie talentiert er ist. Guckt euch das an. Wie cool. Wie cool. Ich möchte gerne Wednesday-Dings kaufen. Shop, Shop, Shop. Wo ist Wednesday? Hallo. Es ist alles ausverkauft. Es ist alles ausverkauft. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Es ist nicht mehr da. Wir werden nie wissen, Leute. Diorama sold, email to commission a price. Oh. Es ist schon verkauft. Wer hat das gekauft? Meine Damen und Herren, wer hat das gekauft? Ich verstehe es nicht. Aber ja, Leute, das war es auf jeden Fall von dem Video.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und ich will auch so ein Ding haben. Mr. Abandoned Miniatures, please make one of my setup. I would really appreciate it and give you $300. $1,000. Ja, also, okay, da muss ich erstmal mein Setup schöner machen. Aber wenn er das hinkriegt, auch mit den ganzen Wänden in 3D-Druck, das wäre gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao!